Morgen, ihr Lieben. Heute seht ihr offensichtlich mal nicht Matthias in eurem Hour of Power Video. Wir hätten ja normalerweise dieses Wochenende unser Hour of Power Camp gehabt zum Thema Lobpreis. Und ich dachte mir, ich mache euch stattdessen wenigstens eine kleine Online-Message zu diesem Thema. Und da habe ich heute, wie ihr schon im Titel bestimmt gelesen habt, 10 Gründe, warum Lobpreis eine gute Idee ist. Und ihr merkt es ja jeden Sonntag, wenn ihr in Gottesdienst kommt, dass wir als Gemeinde Lobpreis wirklich lieben und uns echt extra viel Zeit dafür nehmen und es einfach lieben, so Gott zu danken und einfach so seine Gegenwart dabei zu genießen. Und das ist natürlich nicht ohne Grund. Und dieses Lobpreisfeuer, sage ich mal, möchte ich heute Morgen einfach ein bisschen in euch entfachen. Deswegen kommen jetzt meine 10 Punkte. Mein erster Punkt ist: Gott ist vollkommen gut und verändert sich nie. Das heißt, zu jeder Zeit gibt es einen Grund, Lobpreis zu machen. Egal, ob du gerade was Konkretes erlebt hast, wofür du Gott dankst, das ist eigentlich egal, also das ist auch mega, aber Gott ist ja zu jeder Zeit vollkommen gut. Er ist immer dein Versorger, dein Heiler, dein Freund, dein Vater, er liebt dich immer. Das heißt, es gibt immer einen Grund und er ist es so wert, dass wir ihm einfach zusingen und unser Dank bringen, weil er sich nie verändert und das immer ist. Punkt Nummer 2. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, sagt man. Das steht in der Bibel. Und das bedeutet unter anderem, dass da, wo Lobpreis gemacht wird, Gottes Gegenwart ist. Das heißt, alles, was Gott ist und alles, was Gott hat, sei es übernatürlicher Frieden oder mega die Freude und Kraft und Heilung, all das ist einfach da, wenn wir Lobpreis machen und kann spürbar erlebt werden. Also Lobpreis ist einfach eine Umgebung, in der Gott kraftvoll wirken kann und Gottes Gegenwart ist einfach da. Das heißt, Lobpreis ist einfach Gemeinschaft mit Gott. Punkt Nummer 3. Lobpreis holt dich aus negativen Gedanken und negativen Gefühlen raus. Ich glaube, wir kennen das alle. Manchmal hat man einfach schlechte Tage, schlechte Laune oder man macht sich Sorgen um irgendwas. Man hat ja einfach mal so einen schlechten Tag oder schlechte Gedanken. Und Lobpreis ist das, was dich da rausholt, wenn du dich die ganze Zeit um deine Probleme kreist und auf die negativen Dinge guckst, ist Lobpreis echt das, was so deinen Blick nimmt und einfach deinen Blick auf Gott ausrichtet und dir so einen ganz neuen, positiven Blick gibt, nämlich den Blick von Gott. Das führt mich direkt zu meinem 4. Punkt, denn Lobpreis erinnert dich daran, was möglich ist. Weil in den Liedern singen wir ja einfach zu Gott, wer er ist und was er gemacht hat. Wir danken ihm, wir sprechen aus, dass ja, er unser Versorger ist, dass er uns heilt. All das, das heißt, diesen neuen Blick, den du bekommst durch Lobpreis, der gibt dir einfach mega die Hoffnung und der erinnert dich daran, dass es etwas gibt, was, was möglich ist, über das hinaus, was für uns Menschen möglich ist. Und wenn wir vorher so in unserer menschlichen Sichtweise drin sind, dann hebt Lobpreis echt so unseren Blick zum Himmel und unsere Perspektive, dass wir vom Himmel aus auf die Umstände gucken können und einfach Hoffnung kriegen für jede Situation. Punkt Nummer 5 ist ein kleiner wissenschaftlicher Punkt. Den konnte ich mir natürlich nicht verkneifen, nämlich dass Dankbarkeit Glückshormone ausschüttet. Unter anderem nämlich Dopamin und Serotonin, für die, die es interessiert. Und diese Hormone, die machen glücklich und gesund. Deswegen ist Lobpreis sogar auch noch gesund für unseren Körper. Mega gut. Punkt Nummer 6. Lobpreis bringt den Himmel auf die Erde. Weil wenn wir Lobpreis machen, machen wir eigentlich genau das, was der Himmel die ganze Zeit macht. Und ihr kennt bestimmt diesen Kreislauf von der Erde, dass das Wasser aus dem Meer zum Beispiel verdunstet, sich in der Luft sammelt in Form von Wolken und irgendwann kann die Luft das Wasser nicht mehr halten und es fängt an zu regnen. Und da gibt es auch diesen Spruch, what goes up must come down, also was hochgeht, muss irgendwann wieder runterkommen, es geht gar nicht anders. Und genau das Gleiche ist es mit unserem Lobpreis. Wenn unser Lobpreis quasi hochgeht zu Gott, dann geht es nicht anders, als dass der Himmel runterkommt. Und dadurch verändert Lobpreis die Atmosphäre und kann sogar Umstände verändern. Und der Himmel kommt einfach auf die Erde. Punkt Nummer 7. Lobpreis ist eine Waffe. Es gibt in der Bibel eine Geschichte in 2. Chronik 20, wo das Volk Gottes
bedroht wird von einem anderen Volk und die anrücken mit einem riesigen Heer von Kriegern und Gottes Leute kriegen Todesangst, weil sie nicht wissen, wie sie diese Krieger schlagen sollen, weil sie mega in der Unterzahl sind und schreien zu Gott, was sie machen sollen. Und Gott sagt ihnen, geht einfach aufs Schlachtfeld, aber macht nichts, sondern ich besiege eure Feinde für euch. Und dann ist es mega cool, weil dann gehen die auf das Schlachtfeld und noch vor ihre Krieger stellen sie eine Reihe von Lobpreisern. Das heißt, wenn ihr euch das vorstellt auf dem Schlachtfeld, hier die eine Partei, da die andere, die anderen sind ready zu kämpfen, die anderen machen einfach nur Lobpreis und erheben ihren Gott und singen aus, dass Gott sie rettet, dass Gott gut ist. Und während sie diesen Lobpreis machen, kommt Gott und schlägt ihre Feinde. Das heißt, während wir Lobpreis machen, schlägt Gott unsere Feinde für uns. Und wir wissen, Feinde sind nicht Menschen, sondern Feinde sind sowas wie Angst, Krankheit, Sorgen. All das, was nicht von Gott ist, bekämpft er einfach für uns, während wir Lobpreis machen. Und das ist so genial. Punkt Nummer 8. Dein Lobpreis berührt Gottes Herz. Diesen Punkt finde ich so schön, weil es gibt einfach niemanden, der dich ersetzen kann oder der deinen Lobpreis ersetzen kann. Und Gott sehnt sich ganz besonders nach deinem ganz persönlichen Lobpreis. Und den Lobpreis, den du Gott bringst, den kann ich ihm nicht bringen. Und ich finde es so genial, dass unser Lobpreis wirklich Gottes Herz bewegt und ihn berührt. Und wir tun ihm damit einfach was Gutes. Und die Bibel sagt sogar, wir dienen Gott richtig damit mit unserem Lobpreis. Punkt 9 geht so ein bisschen damit einher. Nämlich dein Lobpreis ist ein besonderes Geschenk an Gott. Wenn du dir vorstellst, wenn du irgendwann im Himmel bist und Gott so wirklich face to face siehst und einfach alles gut ist, ist es ja relativ easy, Lobpreis zu machen und Gott zu danken. Aber wenn du das hier auf der Erde machst, wo einfach nicht immer alles toll ist, wo wir Gott nicht so wirklich mit unseren Augen sehen, ist es wirklich manchmal wie so ein Opfer, was wir Gott bringen und so ein Geschenk. Es ist so viel wert, wenn man in diesen Umständen sich trotzdem dafür entscheidet, so Gott zu danken. Weil später, wenn wir im Himmel sind, ist es wie gesagt easy und dann können wir ihm das nicht mehr geben, was wir jetzt die Chance haben, ihm einfach zu geben, dieses ganz besondere Geschenk. Jetzt kommen wir schon zu meinem letzten Punkt. Punkt Nummer 10 ist, Lobpreis verwandelt dich in das Bild Gottes. Was bedeutet das? Jesus hat uns ja in seinem Ebenbild geschaffen. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen und Gott wohnt in uns. Das heißt, wenn er liebevoll ist und mutig und die Welt verändern kann und fähig ist, positive Gedanken zu haben, dann gilt das Gleiche auch für dich. Und wir wissen, dass wir da alle in einem Prozess sind, dass wir immer mehr werden wie Jesus und dass das, was Gott in uns reingelegt hat, immer mehr zum Vorschein kommt. Und in 2. Korinther 3, Vers 18 steht, dass wenn wir Gott fokussieren und ihn angucken, wie wir es beim Lobpreis machen, dass es so ist, als würde Gott uns so einen Spiegel vorhalten und sagen, nein, du bist liebevoll und du bist mutig, so habe ich dich gemacht, du bist genau wie ich habe dich in meinem Ebenbild geschaffen. Und das Coole ist, während wir das machen, im Lobpreis Gott anzugucken, verändert der Heilige Geist unseren Charakter und unser Herz, sodass wir immer mehr werden wie Jesus. Also Lobpreis ist wirklich der Ort, wo du verändert wirst. Wir alle haben bestimmt so Charaktereigenschaften, die wir nicht so mega toll an uns finden und einfach wissen, dass wir da so mit Gott dran arbeiten dürfen. Und genau das passiert im Lobpreis einfach ganz automatisch, dass der Heilige Geist uns so formt und immer mehr so reifen lässt. Und das ist richtig cool, weil es so leicht ist und so effektiv. Genau, das waren schon meine 10 Punkte. Ich hoffe, es hat euch richtig Bock gemacht, einfach zu Hause Lobpreis zu machen. Und wie ihr vielleicht schon in dem letzten Fabrik 10 Video gesehen habt, da habe ich am Ende relativ ausführlich erklärt, dass ich 4 Playlists für euch auf Spotify erstellt habe. Auf meinem Mirja Thomsen Profil, könnt ihr da sonst nochmal nachgucken, die euch einfach dabei helfen sollen, zu Hause Lobpreis zu machen. Genau, dabei wünsche ich euch richtig viel Spaß und habt noch einen richtig schönen Sonntag.